Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, inwieweit Querdenken seine Strategie verändern muss, um erfolgreich zu sein. Gestern war die Demo in Leipzig und Markus Heinz und andere waren enttäuscht, dass nicht so viele da gewesen seien. Nur ein paar 10.000, es müssten aber viel mehr sein. Warum sind nicht so viele Leute gekommen? Ich denke, nach dem 29.08. gab es etwas Ernüchterung. Es wurden hohe Erwartungen geweckt und am Ende war es so, dass die Demo verrissen wurde und es keinen öffentlichen Meinungsumschwung gegeben hat. Woran hat das gelegen? Es hat an den Gegnern gelegen. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Bevor man überhaupt eine Strategie sich zurechtlegt, muss man erst einmal den Gegner analysieren. Und dabei geht es hier darum, wahrhaben zu wollen, dass der Gegner nicht einfach nur ein Gegner ist, sondern dass er ein Feind ist. Und dass dieser Feind mit allen Mitteln kämpft, unbarmherzig ist, unmenschlich ist. Und er Dinge macht, die man sich einfach nicht vorstellen kann. Also zum Beispiel in Leipzig, das Einzige, worüber wieder berichtet wurde, war was Negatives, was die Demo in den Dreck zieht. Und Querdenken und die Leute müssen erkennen, die Altmedien sind eiskalt. Wenn sie da sind, es nützt uns nichts. Das heißt, wir können nicht darauf bauen, dass wir eine große Demo machen und die Altmedien sind dann gezwungen, darüber zu berichten. Das hat teilweise am 1. August funktioniert, aber auch nur, weil die Altmedien übertölpelt waren und sie zu Fehlern gezwungen wurden. Sie haben sich da gewaltig vertan mit der Anzahl der Demonstranten. Und meiner Ansicht nach wurde das viel zu wenig ausgenutzt. Da hätte man viel mehr diesen Widerspruch und diese offensichtlichen Fehler, die leichte Beweisbarkeit der einheitlichen Falschberichterstattung, auch das, was man eigentlich eine Gleichschaltung nennen kann, das kann man mit der Teilnehmerzahl, wie darüber berichtet wurde, die Falschberichterstattung, die Falschfotos, die Lügen, das konnte man eigentlich ganz offensichtlich machen. Und hier war aber der Vorteil, den Widerspruch zwischen dem eigenen Material und dem Altmedienmaterial. Das heißt, der Nutzen war hier nicht, dass die Altmedien über die Demo berichten, sondern der Nutzen war hier allein, dass man eigenes Material dagegen stellen kann und man so die Altmedien entblößen kann. Das heißt, die Altmedien berichten immer nur dann, wenn wir sie mit eigenem Material entblößen und sie gezwungen sind, ein bisschen was zu berichten. Was wäre also das, was man in Leipzig hätte erreichen können? Man hätte nur Fotos bringen können von wirklich hunderttausenden Leuten, die da hätten da sein müssen und damit die Altmedien dazu zwingen, zuzugeben, dass viele Leute demonstriert haben. Aber am 29.08., da hat man sogar Aufnahmen von der Vogelperspektive gemacht und ich habe dann von einem kleinen Kanal, Wendepunkt Hannover, habe ich dann einen Repost gemacht von diesen Luftaufnahmen von der Anzahl der Demonstranten. Aber es wurde von Querdenken und von den ganzen führenden Leuten dort wurde gar nicht die Anzahl verbreitet. Obwohl man das doch den Altmedien entgegenstellen muss und sie dann dazu bringen muss, über die Anzahl zuzugeben. Dass es ganz viele waren. Da hat man dann nur zugelassen, dass der Reichstag im Mittelpunkt steht. Und dann hat man sich irgendwie darauf konzentriert, ganz groß zu sagen, man ist friedlich. Immer man ist friedlich und sozusagen war dann der Plan, dass man das dem Altmedienframe entgegenstellt. Indem man sozusagen auch sich selbst zeigt, ich sage doch dauernd, ich bin friedlich, und dann müssen die Altmedien das doch eigentlich auch sagen, aber das ist ein Trugschluss. Das machen die Altmedien nicht. Die Altmedien bringen nur Dinge, die negativ sind. Die Möglichkeit, die man genutzt hätte, die Altmedien bloßzustellen, indem man wieder deutlich macht, hier die Anzahl der Demonstranten, und auch wenn es jetzt vielleicht nicht so viele waren, wie sich vielleicht auch andere erhofft haben, dass es keine Millionen waren, das reicht schon, wenn es jetzt 100.000 sind, die man auf dem Satellitenfoto sehen kann, oder sagen wir, es sind nur 80.000. Ich weiß es jetzt nicht. Das wäre egal. Das wären dann immer noch viel, viel mehr, als die Altmedien berichten. Und auch 80.000 oder keine Ahnung, vielleicht waren es Zeugen aus, ist jetzt die mindeste Anzahl, ich war nicht dort gewesen, leider. Aber wenn man das als Minimum belegen kann, dann wäre das trotzdem super gewesen, weil die Altmedien 17.000 bis 20.000 gesagt haben. Und wenn man muss es nur schaffen, diesen Widerspruch zu den Leuten zu transportieren, dazu bringen, dass die Leute sich damit beschäftigen. Es geht um die Diskreditierung
der Medien. Das muss das Ziel sein, weil sie verbreiten einen Frame, die Medien. Den Frame, den entgegengesetzten Frame, den wir verbreiten mit Corona, dass es ganz gefährlich ist. Und sie verbreiten ja diese Panik. Wie kann man jetzt die Leute davon abbringen, das zu glauben, diesen Frame zu glauben, indem man die Glaubwürdigkeit der Altmedien wirksam zerstört in der Allgemeinheit? Und ich denke, die Motivation für Leipzig, die wäre sehr viel höher gewesen, wenn jetzt die Leute gewusst hätten, es werden nach der Demo wieder Fotos verbreitet, wie viele Leute es waren. Und man will die Altmedien damit wieder dran kriegen. Aber wenn jetzt überhaupt nichts unternommen wurde, nach der 29.08. Demo zu zeigen, wie viele Demonstranten da waren, die Altmedien gar nicht darüber berichten, dann sagen sich die Leute, ja, wieso soll ich denn da hinkommen? Am Ende sagen die Altmedien, es waren ein paar wenige und das Spiel ist dann auch egal, ob ich komme. Was soll dann die Mühe? Dann mache ich lieber was anderes. Es ist zudem so, dass die Bewegung so ein bisschen geteilt wurde, weil man zu viel reingepackt hat. Zum Beispiel, dass man jetzt gegen Corona ist, gegen die Maßnahmen ist, das wurde dann noch so verpackt, wir sind die größten Pazifisten sozusagen, wir sind immer friedlich, wir sind die Allernettesten, und das stößt dann einigen negativ auf. Das habe ich bei mir gemerkt. Ich habe zum Beispiel ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, es ist gut, wenn man positive Energie ausstrahlt. Das wirkt stark. Aber das darf man nicht verwechseln, dass wenn man jetzt immer sagt, man ist friedlich, das heißt nicht, dass man jetzt dadurch unbeschränkt positive Energie ausstrahlt. Sondern es wirkt dann auch defensiv. Und vor allen Dingen, wenn dann die Altmedien und die Leute sehen, die meinen das wirklich nur, die meinen tatsächlich, wir sind nur friedlich, wir machen gar nichts, dann wirkt es einfach nur schwach. Und es wirkt vor allem nicht furchteinflößend. Und das ist ganz wichtig. Das verstehen viele nicht. Es ist wichtig, furchteinflößend zu sein, zu einem gewissen Grad. Das heißt, natürlich, den Frame hat man, dass man der friedliche Nette ist, das ist klar. Aber die Leute müssen immer wissen, dass man potenziell bereit ist, Gewalt auszuüben. Also jetzt nicht, dass man einem eine runterhaut, sondern dass man potenziell, es ist wie die Abschreckung durch Militär, so, dass man möglich ist, dass man die Möglichkeit hat, einem anderen weh zu tun. Und dann hat man Respekt und dann wird man ernst genommen. Wenn die anderen tatsächlich merken, ah ja, der redet jetzt nicht nur nett, der ist auch immer nett, egal was ich mache, wie schlecht ich ihn behandle, der ist sowieso immer nur nett, dann wird man ausgelacht. Dann wird man, das ist ermuntert, die dann nur weiter drauf zu hauen. Das ist ein ganz großes Missverständnis, dass diese Friedfertigkeit, das wirkt nur zu einem gewissen Grad stark. Das wirkt immer nur so lang stark, wie der andere sieht, er könnte auch anders. Er entscheidet sich bewusst, friedlich zu sein, aber er könnte auch anders. Und wenn aber sobald der andere merkt, der macht gar nichts anderes, der kann gar nicht anders, der kann nur friedlich, dann kippt das Ganze brutal um. Das ist wie beim Mobbing. Wenn man jetzt den Mobber ignoriert, dann wirkt das nur so lang, wirkt das stark, dass man seine Energie woanders hingibt, dass man die Energie nicht dem Mobber schenkt. Aber sobald der Mobber merkt, das ist dann eine ganz gefährliche Situation, der kann gar nicht anders als wegrennen. Der kann nur ignorieren, aber der ist wehrlos. Dann machen die, das ist ein ganz gefährlicher Punkt, wo dann die Mobber dann richtig anfangen. Also sobald die merken, der unternimmt nichts, der kann nichts, der macht nichts, dann ist so ein Kipppunkt erreicht, wo es ganz gefährlich wird. Und das heißt, wir müssen demonstrieren. Wir sind gern friedlich. Wir wollen die Demokratie. Wir wollen den Frieden. Aber wir kämpfen. Und wir sind in der Lage, brutal zu sein. Das heißt, bei YouTube-Löschungen, das ist auch so ein Thema mit YouTube, wir müssen vor Gericht gehen. Das macht auch Querdenken völlig richtig. Immer vor Gericht gehen, juristisch alle Register ziehen. Und dann müssen wir die Altmedien bloßstellen. Sie richtig schlecht aussehen lassen. Gnadenlos, so schlecht es nur irgendwie geht, dass diese Leute Respekt bekommen, dass sie merken, sie können hier nicht machen, was sie wollen, und wenn sie schlechte Sachen machen, hat das Konsequenzen. Dann haben sie einen persönlichen Nachteil. So funktionieren diese Leute. Die sind gnadenlos, feindlich, uns eingestellt. Das können wir uns gar nicht aussuchen. Wir haben uns das nicht ausgesucht.
Das war erst bei der AfD so, dann die Querdenken-Leute haben das vielleicht noch nicht gemerkt, das ist schon lange so. Jetzt sind sie selbst Opfer, die kämpfen mit allen Mitteln. Das sind keine Demokraten. Und das ist ein ganz großer Bevölkerungsteil, der nicht demokratisch ist. Das war eine Disney World Luftblase, dass jetzt so getan wird, es sind alle friedlich, nett, demokratisch. Aber so ist die Welt nicht, das ist ein reiner Trug. Nur wer wehrhaft ist, wird ernst genommen und kann bestehen. Das heißt jetzt konkret, bei zukünftigen Demos, wir müssen Gegenmaterial haben, mit dem wir die Medienberichterstattung bloßstellen können. Das ist das Entscheidende, sonst ist die ganze Demo sinnlos. Die Demo funktioniert nur über unser eigenes Material. Nur darüber, dass wir sozusagen dieses Material dem Fremdmaterial gegenüberstellen und damit Leute überzeugen. Das ist die einzige Möglichkeit. Und ansonsten die Altmedien vermeiden. Aktionen machen, wo man direkt an den Bürger rankommt. Die Altmedien werden nie positiv über uns berichten. Das sind unsere Feinde. Warum auch immer. Da gibt es unterschiedliche Theorien, da muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das sind unsere Feinde. Deswegen bin ich mehr von so spontanen Aktionen, wo nur wir wissen, dass sie stattfinden, wo die Altmedien das nicht wissen. In Leipzig, das wissen wieder Altmedien, Polizei, Altparteien, Politiker, sie wissen alle Bescheid. Wir sollten unsere Aktion dann machen, wenn sie nicht Bescheid wissen. Wie in Osnabrück, diese Aktion mit den weißen Kitteln. Wo wir an die Bürger rankommen. Oder wir müssen die Altmedien komplett ausblenden und überbrücken und an ihnen vorbei an die Bürger herankommen. Und den Trick, den sie anwenden, ist auch, dass sie den Namen Querdenken oder AfD haben sie vergiftet. Und sie haben jetzt, die Querdenken-Leute haben ja auch die AfD nicht gemocht, aber sie auch nicht verstanden haben, dass der AfD-Name genauso vergiftet wurde, wie jetzt der Name Querdenken vergiftet wird. Das heißt, wenn man jetzt an den Bürger rantritt, dann sollte man gar nicht sagen, man ist von Querdenken oder man ist von der AfD, oder weil diese Namen sind schon negativ kontaminiert. Das machen die Altmedien absichtlich, um die Leute davon abzuschrecken. Sondern man muss allein mit Argumenten rantreten und man sagen, man ist einfach ein spontaner Bürger, man macht das selbst spontan. Nicht sagen, man gehört zu irgendeiner bekannten Organisation, die durch die Altmedien verrissen ist. Die Altmedien immer vermeiden, außer man kann eigenes Material dagegen stellen, zur Überzeugung von Leuten. Sonst alles an den Altmedien vorbei. Alles im Verborgenen. Briefkastenwahlkampf. Und so Demos ja nur, das bringt meiner Meinung nach nur was, wenn man tatsächlich Leute erreichen kann. Oder man auch Fotos machen kann, dokumentieren kann mit einer ganz hohen Teilnehmerzahl. Beides ist jetzt schwer. Weil ich habe auch so einen kritischen Kommentar gelesen, wir haben keine Lust auf Kumbaya. Dann auch mit diesem ganzen, mit diesem Paragraph 146, das mögen andere auch wieder nicht. Weil man sich so dazu zerfasert hat mit so Sachen, anstatt einfach sich diese gemeinsame Linie durchzuziehen, wir sind gegen die Corona-Maßnahmen, ist es auch schon so ein bisschen aufgefächert und demotiviert worden, die Bewegung zum Teil. Aber egal, wir müssen jetzt weitermachen. Und natürlich ist die Demo in Leipzig toll und vielen Dank für die Organisatoren. Ich konnte leider nicht da sein, weil mir die Doktorarbeit auf den Kopf fällt. Ich habe jetzt ein Jahr lang krass überzogen meine Freizeit und habe jetzt einiges nachzuholen. Jetzt ist auch noch mein Kanal gesperrt. Ich habe da jetzt auch, was heißt gesperrt, ich habe jetzt zwei Strikes, gegen die muss ich juristisch vorgehen, auch mit allen Mitteln. YouTube werde ich verklagen, auch auf Schadensersatz. Die müssen spüren, und ich werde den Schadensersatz kriegen. Die müssen spüren, wir lassen mit uns nicht alles gefallen. Und wir wollen, wenn YouTube uns zu Unrecht löscht, wir klagen auf Schadensersatz. Wiedereinstellung reicht uns nicht. Wir wollen massiven Schadensersatz. Vierstellig oder fünfstellig. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Wie ihr die Demo seht. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an die Organisatoren. Das sind jetzt nur konstruktive Vorschläge zur Verbesserung. Macht's gut.